Ich grüße Sie herzlich. Ich bin Svetla. Geschichten, Märchen, Sagen, Legenden. Alle waren ganz in Anfang Erzählungen meistens für die Erwachsenen, die etwas davon lernen können. Ich werde in meinem Podcast immer eine Geschichte erzählen, manchmal in Folgen, wenn es zu lang würde. Und möchte gerne wissen, was habt ihr davon mitnehmen können? Es war einmal ein junger Mann. Er hatte viele Arbeiten auf sich aufgenommen und hat immer probiert, das Beste daraus zu machen, egal wem geholfen hat oder welche Aufgaben er bekommen hat. Und eines Tages hörte das in der Stadt eine sehr weiße Mann lebte. Er geht zu dem Mann und fragte ganz freundlich: Guten Tag, Herr weiße, belehrte Mann. Junge Mann, was führt dich zu mir? Sagte der weiße Mann. Ich habe eine Angelegenheit und ich komme nicht weiter in mein Leben. Aha, ich höre dir zu. Also egal, was ich mache und wie ich das mache, bekomme ich nie Lob und Anerkennung. Immer gibt es irgendwas zu meckern. Ich kann keine zufriedenstellen und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch tun kann. Wo liegt bei mir das Fehler? Wie kann ich es alles besser machen? Der weiße Mann streichelt seinen Bart, bleibt ruhig und sagt: Weißt du was? Ich würde dir gerne antworten und helfen, was bei dir los ist. Aber ich bitte dich zuerst, mir zu helfen, wenn du möchtest. Ich habe eine dringende Angelegenheit. Ich muss nämlich eine Rechnung bezahlen und du darfst für mich was erledigen. Das wird mir sehr helfen und dann kann ich mich um deine Angelegenheiten kümmern. Bin einverstanden, sagt der junge Mann. Gut, dann hinter der Haus in meinen Stall ist ein Pferd. Nimmst du bitte den Pferd? Und hier, der weiße Mann geht zu seiner linken Hand und ein kleiner Finger hat einen wunderschönen Ring. Der nimmt den Ring ab, gibt den jungen Mann und sagt: Ich muss dringend eine Rechnung begleiten. Deswegen darfst du zu dem Markt reiten und ich bitte dich, diesen Ring zu verkaufen. Ich möchte eine goldene Münze dafür erhalten. Unter diese eine goldene Münze darfst du auf gar keinen Fall den Ring verkaufen. Einverstanden. Ritt der junge Mann zu dem Markt und fängt an, die Leute zu fragen, wer möchte diesen Ring kaufen. Er geht zu einem Geschäft, auf den anderen, auch auf die Straße. Die Menschen sind merkwürdig, die lachen ihn aus und sagen: Was, für diesen Ring keine Goldmünze, niemals. Keiner bittet ihn irgendwas. Er war schon am Verzweifeln. Auf einmal, und hat er nicht verstanden, wieso ihn alle auslachen. Auf einmal war ein weißer Mann, etwa älter, also weiß, mit weißem Bart, und er sagte: Komm mal hier, junger Mann, ich erzähl's dir was. Dieser Ring, die lachen dich aus, weil dieser Ring ist überhaupt nicht so viel wert. Niemals wirst du für diesen Ring eine goldene Münze erhalten. Vielleicht eine silberne oder tausch zu einem Kupferbecher, aber auf keinen Fall, das ist überhaupt nicht wert, eine Goldmünze. Deswegen lachen dich aus. Der junge Mann, trotzdem seine Verzweiflung, ging noch weiter. Der war noch bestimmt in 100 Geschäfte drin und hat er gefragt und versucht, den Ring unbedingt zu verkaufen. Hat er nicht geschafft, eine goldene Münze zu bekommen. Ist er ganz verzweifelt zu dem weißen Mann gekehrt. Meister, sagt, ich habe alles versucht, keine Chancen, eine goldene Münze für diesen Ring zu bekommen. Der weiße Mann sagt: Gut. Dann von anderer Seite der Markt gibt es ein kleines Juweliergeschäft. Gehe ich hin und lass es mal zuerst mal wissen, uns wissen, was der Ring wirklich wert ist. Verkauf ihn aber bitte auf gar keinen Fall.
bringst wieder hier und wir sehen, was wir weitermachen. Ich möchte nur den Wertschätzung dieser Ring wissen. Geht der junge Mann zu den Juwelier? Oh, und der schaut ihn von alle Seite an der Licht von seiner Öllampe mit großem Vergrößerungsglas, dreht ihn von alle Seiten. Zum Schluss sagt er, junge Mann, wenn du Eile hast und möchtest gleich, dass ich dir diese Ring abnehme und was auszahle, kriegst du von mir 59 goldene Münzen. Wenn du aber etwas wirklich warten willst und die wahre Wert bekommst, der ist wert um die 70 goldene Münzen. Was? Der junge Mann könnte kaum seine Ohren glauben. Also, willst du mir jetzt den Ring geben für 59 goldene Münzen oder willst du es wieder mitnehmen? Der junge Mann nahm den Ring mit, verkaufte ihn nicht, so hat er ausgemacht mit der weißen Mann und kehrte zu ihm zurück. Meister, stellen Sie sich vor, der Juwelier schätzt diesen Ring für 70 goldene Münzen und für 59 hätte er mir gleich den Ring abgekauft. Der Meister nahm den Ring und sagte, siehst du, junge Mann, jetzt kann ich mich an deine Geschichte wenden. Und zwar, du bist wie dieser Ring, einzigartig, kostbar. Und es wartet, und du erwartest eine x-beliebte Mensch, das um diesen Wert von dir weiß. Das ist etwa zu viel. Deine Einzigartigkeit, Kostbarkeit und Wert ist nicht für jeder sichtbar, sondern nur für bestimmte Menschen, die deine Wert erkennen, so wie der Juwelier mit unserem Ring. Der junge Mann fängt an zu denken. Ein Lächeln geht auf sein Gesicht. Dieses Lächeln geht auch auf Meisters Gesicht. Er war zufrieden. Beide waren zufrieden. Der Meister nahm den Ring und steckte es wieder an seine kleinen Finger an der linken Hand. Ich möchte euch zwei Bilder mitgeben zum Schluss. Stellt euch vor, fühlt euch hinein, wie ist der junge Mann in Anfang der Geschichte zu dem weißen Mann Haus gelaufen? Wie seine Körperhaltung, Gesicht, Laune. Und wie ist er zum Schluss von dem Haus rausgelaufen? Welche Körperhaltung hat? Sein Blick? Gibt es Unterschiede? Was will diese Geschichte uns sagen oder euch? Würde gerne eure Meinungen in den Kommentaren unten lesen. Danke fürs Zuhören. Herzliche Grüße, ich bin Svetla.